Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich bin aktuell hier noch in der Midwinterpest drin und habe mich gefragt, wie kann ich am schnellsten die Midwinter-Beweise sammeln, weil das ja schon ganz schön grindy und langwierig ist. Ich hatte am Anfang gedacht, als das Event rausgekommen ist, am besten ist, wenn ich alle Events abfarme und ich immer diesen rothäubigen Dude da kille, der mir direkt ein Beweis quasi gibt, wenn ich den besiege. Die Events sind aber leider endlich in der Welt verteilt und du kriegst auch nicht immer das Richtige und die dauern auch ein bisschen. Deswegen habe ich überlegt, wie wäre es, wenn ich diese gefrorenen Hüllen hier farmen würde? Die geben nämlich das Zweitbeste. Und zwar geben die diese verlorenen Erbstücke. Davon braucht man 30 und dann kriegt man einen Beweis. Und diese Hüllen, das Geile bei denen ist, die kann man respawnen. Und dann habe ich mir einen Ort gesucht, beziehungsweise ich bin durch Zufall drauf gestoßen, wo auf kürzester Distanz 6 Stück von diesen Dingern rumstehen. Und dann, ja, und dann habe ich die einfach hier abgefarmt. Und das läuft eigentlich ganz gut. Und da wollte ich euch einmal zeigen, wie ich das mache. Ich bin hier gerade auf dem Jäger. Das hat auch einen guten Grund, weil was ihr machen müsst, ist einfach. Einfach den Charakter wechseln. Ich habe mir eine richtig schöne Liste angelegt. Ich bin auch schon ein paar Mal durch. Ich fange mal oben an, gehe dann immer weiter runter auf den nächsten. Ob ihr jetzt Crossplay anhabt oder aus habt, das hat in meinem Test nicht so einen großen Unterschied gemacht. Ich habe jetzt gerade Crossplay aus. Ihr könntet aber auch Crossplay anmachen. Müsst ihr mal selber schauen, was für euch besser läuft mit den Respawns. Und dann habt ihr halt immer diese Dinger, die dann respawnen, diese Hüllen. Das Doofe ist bei den Hüllen, die geben auch nicht immer zu 100% diese Erbstücke. Das ist ein bisschen schade, aber halt insgesamt immer noch die größte Anzahl, würde ich behaupten. Und so gehe ich halt hier immer von einem Charakter zum nächsten und sammle diese Erbstücke. So, jetzt habe ich wieder diese eine Route durch, gehe auf den nächsten Charakter. Und so könnt ihr wirklich in der kürzesten Zeit richtig viele Erbstücke holen. Wir können gleich mal in die Stadt gehen. Ich werde jetzt einen Durchlauf machen. Und dann können wir genau sehen, wie viele Erbstücke ich geholt habe. Aber ich will jetzt nochmal zum Test auf den nächsten Charakter gehen. Jetzt bin ich hier auf dem Barbaren. Dann habe ich hier einmal 2 Stück. Ich zeige euch nochmal ganz genau auf der Karte, wo das ist. Dann renne ich mit dem Pferd hoch und habe hier oben nochmal die Chance auf 4 Stück. So, hier. Den machen wir auch weg. Easy. Nochmal welche. Und hier wird normalerweise auch nochmal 3 stehen. Die sind auch ab und zu weg, weil ihr kennt das ja, in einem Nicht-Offline-Game gibt es andere Leute, die euch die Sachen klauen. So, und dann würde ich jetzt einfach wieder das Spiel verlassen machen und wieder auf den nächsten Charakter gehen. Jetzt bin ich sogar einmal durch meine Liste. Würde oben wieder beim Druiden starten. Mit dem habe ich das auch schon eben gemacht. Und da können wir dann genau sehen, ob die Dinger gerespawnt sind. Ich will nicht verheimlichen, dass es auch mal sein kann, dass sie nicht gerespawnt sind. Dann einfach den nächsten Charakter nehmen und beim nächsten Charakter versuchen. Nicht lange mit aufhalten und sich ärgern. Einfach auf den nächsten Charakter gehen und dort wieder reinschauen. Solltet ihr das vermehrt haben, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch, einmal Cosplay an- oder auszumachen. Ja, die drei, die sind irgendwie immer weg. Ich, I don't know. Aber zumindest waren das jetzt gerade wieder drei. Jetzt kann ich wieder raus aus dem Spiel und auf den nächsten Charakter. So, Magier hier unten, die respawnen eigentlich immer, weil die kennt fast niemand. Das ist immer ganz geil. So, die gibt es auf jeden Fall easy. Ich habe auch auf Reddit gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, eine Hülle, wo ein Goblin drin ist, zu respawnen. Und dort kommen dann immer wieder Goblins raus. Das habe ich ausprobiert und ich konnte diese Theorie widerlegen. Ihr könnt das immer gerne ausprobieren. Ich, in meinen Tests, weder mit Crossplay oder ohne Crossplay, hat das nicht funktioniert, dass ich eine Hülle, wo ein Goblin drin ist, respawne, indem ich in die Stadt gehe oder wie hier einmal aus dem Spiel raus und wieder rein. Und dann der Goblin respawnt. Es ist schon so, dass die Hülle respawnt, aber es ist nicht zu 100%, dass ein Goblin drin ist. Also ich denke, dass das nicht so ist. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen da unten in die Kommentare. Allgemein muss ich auch sagen, dass Goblin Farm jetzt auch nicht das krasseste ist, oder? Also ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie man Goblins farmen kann mit den Kellern, wo dann 3 Goblins drin sein können. Hat er dann auch. Das hat man da mal aus Langeweile in Season 1 gemacht, aber so richtig krass war das dann auch nicht. Ich weiß nicht, ob sich das hier lohnt, überhaupt noch Goblins zu farmen, weil weder die Gegenstandsmacht auf 9 auf 25 ist, noch geben die
Eine erhöhte Unique-Chance, also irgendwie lohnt sich das mit den Goblins nicht. Aber ich wollte euch einmal mal gesagt haben, dass ich das gelesen habe auf Reddit, ich es getestet habe und das Ganze nicht funktioniert. So, wieder auf Necro hier die Dinger nochmal abfarmen. Die haben zum Beispiel gar keine Erbstücke gegeben. Hier wieder etwas, sehr schön. Ihr könnt natürlich auch die kleinen Gegner hier mit dazu nehmen. Dann kriegt ihr noch ein paar verpestete Fragmente. Ich kann jetzt mal gucken, wie viel ich jetzt hier in den 5 bis 10 Minuten geholt habe. 283, das sind 9 Beweise. Also man kann da echt gut farmen, finde ich, mit am besten. Wenn ihr noch andere coole Ideen habt, wie man vielleicht die Dinger am besten farmen kann, dann haut es auf jeden Fall raus. Ich habe gemerkt, dass ab und zu reicht es auch schon, wenn man hier in die Stadt zurückgeht, dann respawnen die Dinger auch. Wichtig ist halt, dass diese Dreier, die Vierer und die Zweier-Kombo, dass ihr immer beides abfarmt. Weil es ist schon oft so, dass leider die Dreier hier weg sind. Aber dafür der eine auf jeden Fall hier ist, den könnt ihr dann immer mitnehmen. Und dann hier unten die zwei, die sind eigentlich immer da, weil die, denke ich mal, von vielen Spielern nicht gesehen werden oder nicht genommen werden. Das heißt, die zwei hier, die könnt ihr eigentlich fast immer mitnehmen. Dann killt ihr hier alles schnell. Guck mal, sogar ein Schatzgoblin drin. Dann geht ihr schnell raus. Und dann, jetzt natürlich noch wichtig zu zeigen, wo diese Stelle ist. Ich zeige euch das mal eben. Das ist nämlich genau hier an diesem Brunnen. Das könnt ihr eigentlich gut merken. Wenn ihr von Kyoverstadt nach oben geht, genau hier an diesem Brunnen, hier sind die 4 Stück. Und wenn ihr hier runterreitet, sind hier diese 2. Und wie gesagt, diese 2 sind eigentlich... Also ich habe in allen Respawns und Charakterwechseln nicht einmal die nicht da gehabt. Also die sind eigentlich immer da. Das heißt, die 2 könnt ihr auf jeden Fall immer abfarmen. Und dann hier immer schön wechseln. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare dazu. Würde mich echt interessieren, wie ihr das macht und vor allen Dingen, wie ihr das Event aktuell findet. Weil es ist ja schon sehr grindy, sehr ähnlich zur Bluternte, sage ich mal, wenn man hier durchrennt. Oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Taktik, wie ihr an diese Beweise kommt? Ich werde jetzt nochmal eintauschen gehen und mir irgendeinen schönen Skin holen. Viele fehlen mir nicht mehr, obwohl eigentlich fehlen mir noch ganz schön viele. Die ganzen Rückendinger sind halt wirklich schweineteuer, da muss man wirklich den ganzen Tag hier... reingrinden. Da kann ich nochmal 2 machen. Innerhalb von kürzester Zeit habe ich jetzt hier nochmal 2 Stück geholt. Was dazu kommt, die kriegt ihr ja auch immer noch mit dazu. Jetzt habe ich 40. Und dann kann ich mir hier bestimmt... dann kann ich hier bestimmt nochmal schön was kaufen. Schön den Stab. Und das Katapult. Ich würde mich wie immer über ein Follow auf dem Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.